dem steht sogar quietschegrün. Ein Wein, der auf einer alten Kohlehalde wächst, das hört sich jetzt nicht wirklich lecker an. Und offenbar war er auch kein besonders edler Tropfen, der Riesling aus Hückelhofen. Angebaut haben ihn früher mal die Kohlebarone der Zeche Sophia Jacoba. Das ist lange her. Jetzt will ein IT-Spezialist den alten Weinberg wiederbeleben. Das heißt, das, was davon noch da ist. Rein in den Weinberg, die Arbeit lockt. Hier soll schließlich wieder Wein gedeihen. Mitten in Hückelhofen auf der ehemaligen Zechenhalde Sophia Jacoba. Dieser grandiose Plan stammt von ihm, von Jürgen Battaglia. Die Idee zum Hückelhofener Wein hatten jedoch vor 30 Jahren andere gehabt. Deshalb verstecken sich unter dem Gestrüpp alte Rebstöcke. Ein Großteil Riesling und ein Teil Müller-Thurgau. Angebaut von der Zeche, die Gärtnerkolonne, hat den Auftrag der Kohlenbarone gekriegt. Ihr pflanzt mal Wein, also hat man Wein gepflanzt. So war das früher. Und so sah das Ergebnis aus. Der Original-Zechenhaldenwein der Grube Sophia Jacoba. Nur der Geschmack ließ etwas zu wünschen übrig. Irgendwann habe ich diesen köstlichen Wein probiert. Er war sehr nah am Essig und ich will nicht sagen Fratzenschneider, aber war schon ziemlich heftig. Damit es diesmal besser schmeckt, hat sich der Pächter einen Profi an die Seite geholt. Christian Peth, Winzer aus Rheinhessen. Seine Meinung zu dem Weinanbau auf der Zechenhalde? Naja, ein bisschen verrückt ist es schon, aber ich finde es gut. Und, es ist was Besonderes, der Boden schon alleine hier. Ich weiß nicht, ob es das noch ein zweites Mal, ich glaube, einmal gibt es sowas noch in Deutschland. Von daher, und Boden bringt irgendwo auch einen Geschmack in den Wein. Und ich würde es gerne rausfinden, welchen Geschmack. Doch vorher muss das Gestrüpp weg. Freunde und Familie packen mit an. Jeder hilft sich, so gut es geht. Ahnung von Weinanbau hat hier eigentlich niemand. Das ist ein Weinstock, aber der ist verwildert. Und ich weiß das nur deshalb, weil der Herr Peters mir gesagt hat. Und deshalb muss der jetzt raus. Winzer Christian Peth hat mittlerweile gesunde Rebstöcke freigelegt. Und ist zwar ein Seitenarm vom ursprünglichen, von der ursprünglichen Rebe, aber der ist noch jung und vital. Und hier können wir sicher einen Liter Trauben oder ein Kilo Trauben dran ernten. Das hört man in Hückelhofen gerne. In einem, spätestens in 2 Jahren, wollen Jürgen Battaglia und seine Freunde den ersten Wein ernten. Die Plackerei auf der alten Zechenhalde soll sich ja lohnen. Voller Körpereinsatz, hoffentlich lohnt es sich.